Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect Legendary Edition. So, in diesem Part gehen wir noch auf eine kleine Reise. In diesem Sonnensystem fangen wir doch mal mit Neptun an. Da ist nichts los. Dann Uranus. Sehr schön, ist auch nichts los. Hier ein kleinen Pluto. Geht auch nichts für uns. Der Mars. Das wäre eine Straßen. Reifenabdruck. Dann haben wir hier die Venus. Venus will auch nichts von uns. Merkur. Auch nicht. Die will uns auch nicht. Luna, machen wir gleich. Jupiter, auch nicht. Da können wir landen auf dem Mond. Saturn gucken wir noch. Auch nichts. Okay, wir sind zum Mond. Dann landen wir auf dem Mond. Ach ja. Ja, ich hatte letzten Part wollte ich die ja mitnehmen und sind ja hier ausgestiegen, ich vorwärts gekommen. So. Erkundungsmedaille. Sehr schön, Karte. Es gibt ja nur zwei Sachen. Das und das. Okay. Und ist hier auch ein Schlumpti. Könnte man meinen. Dann ist so ein richtiger Hucker. So. Was haben wir hier Schönes? Laufverlängerung und Fusionssprengsatz. Sehr schön. Dann. Nein. Ja. Allianz-Testgelände. Bin gespannt, was uns da erwartet. So schön. Das ist ziemlich stark. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. So. Hier fällt ich. Der Mond. Oh, so, fangen wir. Unsere blaue Erde. So. Warte. Thank you.
Ebene. Wir betreten das Gebäude. Ah, und F5. So. Oh, mittelschwer. Sunny oder so. Hurricane Polonium Munition. Was ist denn Polonium? Ich muss mal eben gucken. Okay. Giftschaden und 5 Schaden pro Sekunde. Hört sich nett an. Aber wenn ich jetzt wüsste. Aber es hilft ja nichts gegen Sünd. Okay. Da gibt's nichts. Da auch nicht. Ja. Sprachlos. Feinde voraus. Entdeckung! Jungs. Ich flicke sie wieder zusammen. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Ach ja, ich hab ja... Ich hab ja, hier... Hier. Einigkeit. Barriere und so. Werdet ihr wieder oder? Kaidan ist ziemlich stark angeschlagen. So, ich hätte aber trotzdem gerne meine Waffe wieder. Aber ich habe doch da kein. Ich verstehe das mit den Waffen nicht.
Oh, Stabilisator, Brandmunition. Rotonin-Ladung. Okay. Ich habe Abkühllaser verwandelt Munition in eine kleine Rose Einstein-Kondensat. Mir ist eine Masse ultrakalter Subatomat. Ich kann nicht mal lesen. Schlag allen frieren zu können. Plus 10 Schild. Umgehung. Aber es, ich habe das nicht gemerkt, dass es die Waffe war. Naja. Gibt's hier was zu holen? Der Gehirnschluss. Da müssen wir entlang. Aber jetzt sind wir zusammen. Was sind das für Ausrufezeichen da? Was sind die Dinge? Also, ja, doch. Halten Ziel an. Habe ich doch schon fertig. Sonst war nichts. Nochmal. Ich muss nur da dran und dann. Oh. Okay. Dann mal schneller laufen. Tönt so. Die Lichter auf der optischen Anzeige blinken auf und verlöschen. Einer der drei VI-Klasse ist offline. Ach, wir sind vergiftet. Okay. Und jetzt erledigt oder wie? Oder was? Oder wie auch immer. Röten den drei VE-Kernen. Okay. Wir hier die Kein Kontakt, Commander. Mussten wir da weiter? Ach Quatsch. Ich habe schon verstanden. Okay, raus hier. Es sind ja drei Blitze. Pff.
wär so blöd, wie die laufen mit der Waffe in der Hand. So. Jetzt darüber. Dann ist Buggy. Tötet sie alle! Wird eingeschaltet. So. Dann nehmen wir das ja auch noch mit. Sehr schön. Okay. Shepard! Was denn? Ich kann nicht genug Universal gehen. Moment. Das kann man ändern. Jetzt aber doch, oder? Überbrücken wir Siletto-Pistole. Equalizer und Katana-Schrotflinte. Nein. Da habe ich, glaube ich, im Moment das Beste gefunden. Okay. Gut. Aber Kleidung immer noch nicht. Doch. Lady in Red. Schön, schön. Er kriegt... Ich trimme ihn auf die Schrotflinte. So. Von da sind wir gekommen.
was habe ich denn getan? Steh auf, keine Ahnung. So. Wow. Körner ist vergiftet. Keinen ist vergiftet. Kein Kontakt. Ich schieß mal auch auf dich. Ich weiß nicht, ob das oh, naja. Wieder 4 Stück. Kann ich nichts tun? Okay. Wer ruft denn weibliche Stimme nach Schatten? Ich. Sicher. Gut. Gibt's was hier? Ach, hör auf. Sonst haben wir hier nichts. Wo ist der Ausgang? Da. Ich steck die Waffe immer weg und dann ist eine blöde Barrikade, ewig. So. Jetzt hier hin. Gut, machen wir das auch noch. Kein Kontakt, Commander. Oh, und wo habe ich gespeichert? Okay.
mir graut es. Alles nehmen. Sag ich nicht, wir müssten das wieder von vorne. Jungs hat ja da. Geht's euch gut, Jungs? Irgendwas noch hier zu looten. Ich meine, hier hätte es viel zu looten gegeben. Anscheinend nicht. Ach, jetzt wieder. Oh, und dann auch noch bei der ersten. Zeit. Vergiftung hier. Geh wieder. Da konnte ich nicht zugreifen. Glaube ich, der erste Bunker gewesen. Och, F5 mal. So. Hier war nichts, ne? No.
raus da. Ja, machen wir halt wieder den Uhrzeigersinn. Ich will meine rote Rüstung haben. Wieder. Die sah gut aus. Oh Mann. Survivor. Bitte schwer und schwer. Und Soriana. Gegen die Dinger müssen wir nicht, oder? Nein. Schicken Sie mich wieder rein. Mach ich ja. Okay, denn ich kann nicht laufen. Das andere ist gleich ein bisschen schwierig. Schön umgucken noch kurz auf die Schnelle. Aber war nichts, ne? Irgendwo eine Tour oder so. Nein. Kann ich nichts machen. Okay. So.
sie wieder zusammen. Ja, ist so gut. Letzte darüber mache ich mir jetzt Sorgen. Das letzte Bild habe ich. Fanda Naginata Equalizer. Okay. Ihr wisst, was das heißt. Danke. Nope. 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 Also, das ist jetzt gemein, oder? Wo ist mein Router? Ich will meinen Router zurück. Ich quietsch gelb. Okay. Letzte Gebäude. Da mal rein da. Ist hier noch eine Kiste zu holen? Weil ich hatte doch einen roten, also ich will den roten wieder haben. Da. Komm nicht durch. Ach, Menno. Maiko Raptor Equalizer. Ich guck noch mal kurz. Warum ist die denn so schlecht, die Kessler 4? Ich wollte die rote wieder haben. So ein quietschgelbe. Oh, was habe ich gemacht? Oh Mann. Seid ihr bereit? Ich nicht. Okay. Ich mache als erstes eine Barriere. Shepard wurde gebrochen. Lilligel aufgetragen.
Wir haben's, Gott sei Dank. Diese blöden Dinger. So. Reaper. Schön. Ach, das hatten wir schon vorher. Gehen wir wieder raus. Ich glaube, ich falsch. Nee, richtig, oder? Ja. Gab's hier noch was? Schön umgucken. Also das heißt, es gibt nicht jedes Mal das Gleiche, wenn man Kiste findet, also und stirbt. Verdammt. Schon wieder welche. So, du machst das. Du machst das. Ich mach das. Ging doch. Was wollten wir denn mehr? Das plötzlich auftritt von weißem Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das Hut ihres Kampfanzugs übersetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. Diese Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VE-Klasse aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht. Ihre Spezialisierungsklasse wird ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentränge in ihrer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche Boni Sie mit jedem Rang in Ihrer Spezialisierungsklasse erhalten. Oh. Sturmpioniere sind hochqualifizierte Tötungsmaschinen, die in allen Kampfsituationen überragen. Verbessert Gesundheit, verbessert Schadenschutz, verbessert die Fertigkeit Immunität oder Barriere, verbessert die Fertigkeit Adrenalin. Nemesis ist ein Biotik-Spezialist, der Masseneffektfelder nutzt, um Gegner schweren Schaden zuzufügen. Verbessert Dauer und Schaden aller Biotik-Fähigkeiten.
Fertigkeit verbessert war, verbessert eben. Ich mache die Stubenpionier. Weil ich diesen Biotik nicht so gut klarkomme. Können wir dann jetzt gehen? Und die Waffe unternehmen. Ich will meinen roten Anzug. Quietschgelb sind wir jetzt. Nö, ist keine Kiste mehr. Gut, raus hier, ab auf die Normandie und Feierabend. Genug für heute. Wir gucken dann mal eben im Squad noch. Biotikschutz um 12%. Erhöht Schaden mit Pistolenschrott um 7. Und komm, machen wir einen Schrott Flinte. Da. Und die beiden haben auch. Kampfmeister. Mach ich mal beide rein. Ihn mache ich hier auch voll. So. Gut. Ja. Zurück nochmal zum Normandie. Da habe ich erstmal genug von dem Planeten. Das heißt, eigentlich müssen wir ja noch eins machen. Und zwar. Wissen wir, in Game, ich glaube, Gemini Siegmeisters. Und ja, Ferus und das müssen wir alles noch mal. Aber ich würde sagen, ich hab die Nase voll. Genau. Nase voll, voll, voll. Also vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks für immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann.